Huhu, hier wieder beim Quali und bei einer neuen, wenn auch wahrscheinlich kurzen Runde Silent. Wir haben ganz lange nicht gespielt, aber wir sind wieder da, frisch, fromm, fröhlich, frei aus Urlaub und sonstigen Verpflichtungen zurück. Und ja, wie immer bei mir heute die gute Feder als Hehler, Silent der Hehl. Hallo, Moment, ich muss mach auch. Da ist sie. Dann die gute Backfisch als Anna, Cyan des Heimdall. Der gute Pölle als Sigur, Cyan des Tür. Und last but not least, Leopardin 202 als Karen, Cyan der Freya. Und ja, wir machen mal ganz kurz zusammen ein kleines Recap. Ihr habt schön mitgeschrieben, habe ich ja schon mitbekommen im Vorgespräch. Das heißt, ihr wisst noch super gut, was beim letzten Mal passiert ist. Das ist, wie gesagt, 4 Monate her, seit wir das letzte Mal gespielt haben. Das ist irgendwie schon krass. Und wir sind mitten in unserer Weihnachtsfolge. Also macht euch ein bisschen, bringt euch in weihnachtliche Stimmung im Frühling, ja. Glühwein! Ja. Warte, ich habe hier irgendwo noch eine Weihnachtsmütze. Und ja, was ist denn beim letzten Mal so Weihnachtliches passiert? Wir haben Geschenke bekommen. Geschenke? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Wir haben diese eine Stadt, ich glaube Centralia hieß die. Nee, Quatsch, gar nicht. Doch, da waren wir, aber wir haben die nicht gerettet. Wir haben Hoth daraus befreit und ihn entgegen der Aussagen des einen Raben, der mit uns gesprochen hat, ihn nicht getötet, sondern ihn den Göttern ausgeliefert. Und da haben wir erfahren, dass das, was der Rabe uns gesagt hat, eine Lüge war, dass er wahrscheinlich gar nicht einer von Odins Raben war, sondern nur ja ein Trugbild vielleicht von unseren Gegnern. Wer auch immer das ist. Genau, wer immer das ist. Was auch nur halb richtig ist, weil eigentlich haben wir einen Verrückten, der für jeden Baum, den er gefunden hat, ein 3 Meter tiefes Loch gebuddelt hat, eingesammelt und bei seinen Pflegern wieder abgegeben. Die sind alle nicht so ganz richtig im Kopf, ne? Genau, wir haben die bei den Pflegern abgegeben, das stimmt. Die alle so ein bisschen gaga im Kopf sind. Ja, eine verrückte Familie. Ganz schlimme Geschichte. Tja, wenn man Äonen schon auf der Welt ist, wird man wahrscheinlich nicht wirklich normaler dadurch. Gut, dass wir nur Halbgötter sind. Noch. Nee, noch nicht mal. Noch. Nicht ganz. Steht an der Schwelle. Ja, wir haben an dem Tag mit den Göttern gefeiert und lecker gegessen. Wir haben nochmal Geschenke bekommen. Hela hatte währenddessen Visionen zu jedem Gott, wie sie in Kriegstreiberei irgendwie verwickelt waren und ziemlich lediert, glaube ich, auch waren. Gestorben sind. Das ja. Ist der Fachausdruck, den du suchst. Danke. Ich habe mir das nicht aufgeschrieben, dass die gestorben sind. Und nach dieser ganzen Saufer und Fresserei sollten wir einen Weg ins Totenreich finden. Also das Totenreich kann momentan halt nicht über den normalen Weg erreicht werden, weil Hel die Tore von innen verschlossen hat. Die Toten gelangen nicht mehr ins Totenreich und wir können jetzt aber über so einen Schleichweg, den irgendwie keiner mehr so richtig kennt, und von dem wir hoffen, dass er funktioniert, ins Totenreich gelangen. Wir müssen 5 Erinnerungen von Hel sammeln. Genau, ihr seid und hier in so einem in so einer Zwischendimension gewesen. Dann das Bild auch nochmal einblenden, wie es da aussah. So ganz leer, irgendwie so ein Langhaus, was irgendwie total leer ist und verwahrlost. Überall Eis und Schnee und Strom. Und da habt ihr ja, ein Rätsel gefunden. Und das hattet ihr auch gelöst beim letzten Mal so. Also noch nicht ganz gelöst, aber so halb gelöst. Man hat uns helfend eine Hand gereicht. Oh, ja, wer hat die eigentlich? Ich. Okay, gut. Hoffe, ich hast sie eingepackt. Ja, ich schüttel die ganze Zeit Hände. Das ist total, ich übe das. Ich muss ja meinen Handdruck üben, hat Sigur gesagt, weil ich anscheinend Hände drücke wie ein Mädchen, aber im Vergleich zu ihm glaube ich nicht, dass man das in Relation setzen darf. Außerdem bist du ein Mädchen. Halt die Fresse! Genau, also es waren dieses Bild auf dem Boden in dieser Zwischendimension, was wohl wo auch überall so Vertiefungen im Boden waren, wohl Opfergaben rein sollen.
Und ein paar davon habt ihr schon, und zwar anderem ja die helfende Hand, ne? Mhm. Und ich glaube auch die fast alles andere schon, nur eine Sache, glaube ich, fehlte noch. Wenn ich mich richtig erinnere. Stimmt das so? Ja, die Erinnerung an ihren Sohn, ne? Genau, die fehlte noch. Ja. Also wir hatten quasi das eine Auge fürs Leben, das andere für den Tod. Können wir die nochmal eben kurz wiederholen, weil ich bin mir nicht mehr sicher. Wir hatten was im Bauch, wir hatten was in den Augen. Mhm. Beim Herzen hatten wir noch was, richtig? Ja. Und wo war es noch? Und ich glaube, in beiden Brustwarzen von Hel, oder? Stimmt. In Augen, beiden Brusthälften und halt dann das letzte, halt ist das große in der Mitte, das euch fehlt. Das ist das für den Sohn, ne? Genau. Ja, und deswegen sind wir jetzt auf dem Weg zu meinem Halbbruder. Der. Im Prinzip schon, ja. Der, ja, wir sind verwandt, wir haben dieselbe Mutter. Das ist mein Halbbruder, der Hörner auf dem Kopf hat, einen sehr behaarten Arsch und Probleme mit den Zehennägeln, weil er ist nämlich Krampus, so wie es aussieht. Mhm. Und er frisst gerne kleine Kinder. Das ist ein Familientreffen, das möchte man doch unbedingt. Nein, er frisst nicht kleine Kinder, er frisst unartige Kinder. Das ist das, was er gerne mag, ja. Und Hela hatte auch irgendwie eine Vision davon, wie von dem Kind an dem See, ne? Ja. Genau. Von der gequälten Seele. Ja. Und man hat euch dann irgendwie einen Tipp gegeben, wo man den Helas Halbbruder findet. Nämlich irgendwo da, wo viele böseartige Leute sind, weil Leute sind ja generell immer Kinder von irgendwem. Und nachdem, wie ihr euch gegenüber euren Eltern benommen habt, habt ihr wahrscheinlich alle ein mulmiges Gefühl, wenn ihr den böse Kinderfresser jagt. Ja, Sigur nicht. Sigur ist nicht, aber ja. Auch... Also, ich glaube, ich habe es meinem Vater sehr recht gemacht. Ich habe einfach einen mit ihm getrunken. Ja, Karen hat sich mit ihrer Mutter gestritten. Hannah war auch nicht so glücklich. Und ich war ja sowieso draußen und habe mich mit einer Walküre geprügelt. Aha. Ja, hier. Ja. Ich habe ja jetzt kein Panzerauto mehr. Nee, der Ford Ka ist wahrscheinlich, obwohl, den wird es wahrscheinlich noch irgendwo geben, aber... Ich wollte gerade sagen, der steht in Las Vegas in so einem Krater. Ja. Lass uns erst an Las Vegas gehen. Ja, das ist Ford Ka holt. Das Einzige, was über Las Vegas überlebt hat, ist der Ford Ka. Wahrscheinlich sitzen da drin die Zwerge. Die haben das auch überlebt, weil die im Ford Ka sitzen. Wahrscheinlich sind sie aber währenddessen inzwischen verdurstet, weil... Ja, egal. Haben sie in der letzten... Im Ford Ka gibt es wenig Bier. Na gut. wo finden sich sonst viele böse Menschen? Natürlich in einem Gefängnis und wie es denn so will. Wir sind ja gerade nah an der Apokalypse am Ragnarök und die ganze Welt dreht am Rad und überall gibt es merkwürdige Erscheinungen und merkwürdige Sachen, die passiert sind oder passieren. Unter anderem ist halt, dass die ganze Sache mit Recht und Gesetz jetzt gar nicht mehr so gar nicht mehr so einfach aufrechtzuerhalten. Und tatsächlich gibt es in naher Umgebung, so da, wo man euch abgesetzt hat, ein Gefängnis, wo die Insassen die Wärter halt überrumpelt haben sollen. Und nun halt das Gefängnis nutzen als Rückzugsort und als Ort, von dem sie aus Beutezüge starten, um die Umgebung zu terrorisieren und sich selber ein gutes Leben in der Präapokalypse noch zu verschaffen. Genau. Und ich glaube, wir hatten da aufgehört, da wo ihr vor den Gefängnismauern steht. Irgendwie, das ist in einer Art Wüste oder so, kann man sich das vorstellen, so ein Wasteland. Und das Gebäude ragt dann schon mit seinen hohen Mauern schon um einiges raus. Man kann sich das ein bisschen wahrscheinlich wie so ein, wie wir das auch schon in den letzten Sessions hatten, ein bisschen Mad Max-Style vorstellen. Alles ein bisschen verwahrlost, verwüstet und so. Und
ja, es gibt halt noch die ein paar Enklaven, die noch belebt sind. Und ja, bei Mad Max waren es, glaube ich, die Raider oder wie die hießen. Ne? Ich weiß gar nicht mehr, wie die genannt wurden. Das wären wahrscheinlich dann die Leute aus dem Gefängnis. Ja, und like a boss stehen die vier Götterkinder mit einem Fingerschnipsen auf einmal mitten in diesem Wasteland und ja, am Horizont die hohen Mauern des Gefängnisses. Man sieht. Superheldenlandung! Man sieht. Wir hatten alle ziemlich dicke Fellsachen an, ne? Genau, ja. Noch von dem Winter. Aber es ist auch gar nicht so schlimm, weil es ist gar nicht wirklich wüstlich heiß, sondern auch eher Atomwinterkalt. Da ich weil keine man erinnert Kälte. Sich ja, ne, es ist ja Atomkrieg gewesen und irgendwas ist aus dem Himmel gestürzt auf die Erde runter und es ist ein atomarer Winter ausgebrochen. Stimmt, da war ja was. Der Jotunhammer hat zugeschlagen. Deswegen ist auch sind die Lichtverhältnisse nicht besonders gut, weil es gibt halt immer Wolken. Die Sonne kommt so gut wie nie durch. Und ja, in diesem Zwielicht steht ihr da jetzt am Horizont, wie gesagt, die Gefängnismauern. Man sieht die Scheinwerfer, die als Suchlichter irgendwie die Umgebung immer absuchen. Man sieht auch vielleicht ein paar Schemen auf den Mauern, wie sie patrouillieren. Also die scheinen sich da gut eingerichtet zu haben. Ja, Superheldenlandung. Ja, 3-Punkt-Landung. Ich hier. Voll episch. Beachtet keiner. Ist mir egal. Bald könnt ihr das vielleicht von selber so Dimensionsreisen. Müsst ihr mal mit Enna reden. Die hat ja den Gott der Dimensionsreisen so als. Ja, Enna. Das teilen wir dann voll. Zumindest bewacht er die Brücke. Ja, ich stehe dann ganz gelassen auf, klopfe mir den Staub von den Kleidungen. Ha! Angenehm hier! Könnte ein bisschen wärmer sein. Ja. Ich ziehe mal meinen Dolch. Ja. Und ritze jeden von euch an. Was? Was? Ich weiche die Arme. Hallo? Verräter! Ich habe einen Schritt zurück. Ich wollte gerade sagen, mit 2-3 Sätzen bin ich weg von dir, du Verrückter! Alter, Mann mit Messer! Moment, er hat sich als einziger mit seinem Vater wirklich verstanden. Muss verrückt sein. Und sein Vater hat einen Arm weniger. Ja, was machst du da? Bist du bescheuert? Nö. Doch! Das funktioniert das halt. Dafür. Ist egal. Was funktioniert wie halt? Geh weg! Ja, der Dolch, den habe ich doch geschenkt gekriegt. Ja, ich spring trotzdem nach unten zurück. Was machst du damit? Naja. Ihr erinnert euch doch, dass ich da noch ein bisschen gesessen habe, während ihr raus wart, ja? Mhm. Und da hat mir mein Vater halt erzählt, wie der Dolch funktioniert. Mit Blutopfern. Ja, so ähnlich. Und was macht er? Ja, das weiß ich auch noch nicht so richtig. Und du ritzt mich einfach an, du hast keine Ahnung, was der macht. Ja, ich sollte das machen. Mal testen. Ja. Du kriegst mein Blut nicht für irgendwelche nicht durchorganisierten Rituale, die mit Blut zu tun haben. Nicht, dass ich irgendwann dein blutgebundener Sklave bin, während du mit deinem Dolchfächer darauf stehst. Also, ich guck mir mal so den Dolch an. Wenn, dann ist es jetzt eh zu spät. Gib mir das! Ich versuche, Sigo den Dolch abzunehmen. Wahrscheinlich schneide ich mich dabei. Ja, und ich halte dich so einfach so mit dem Kopf. Und du gehst so. Du spielst nicht fair! Ich gehe auf das Gefängnis zu. Ja. Ich falle mit der Stirn in den Sand, weil mein Widerstand ist weg. Köpft voran. Und Teller fällt um. Keine Superheldenlandung.
Man hört etwas Gekeife und dann stehe ich wieder auf und komme missmutig murmelnd hinter dir her. So, ach doch, mach alles, was er will, nur weil er so stark ist. Jetzt beruhig dich, wird schon gut gehen. Immer. Ja. Natürlich, alles mein großen Bruder. Ihr habt übrigens ja noch Gesellschaft von Sybil, die ja auch immer noch mit euch herumläuft. Die Tochter des Loki. Und die meldet sich. Tochter der Baba Yaga. Ja, das auch. und die meldet sich jetzt auch mal zu Wort. Haben wir einen Plan davon, wie wir da reinkommen? Sigur, hallo, komm mal zurück. Ich drehe mich um. Was genau brauchen wir von dem denn eigentlich? Vielleicht reicht ja schon ein Horn oder so. Ein Haar. Schon ist gut. Ich dachte eher an einen persönlichen Gegenstand, den man ihm abtauschen kann oder so. Du meinst den Sack, wo er die bösen Kinder reinsteckt, bevor er sie in den Ofen schmeißt, kocht und isst? Ja, zum Beispiel. Keine Ahnung. Ich guck Sibyl an. Aber Sigurds Plan ist normalerweise, seinen Kopf als Rambock zu benutzen, um irgendwo hinzukommen. Das ist gar nicht wahr. Doch, genauso wahr wie die Frage, die du dir nicht stellst, was mache ich im Nebenzimmer? Es macht Karen, überhaupt keinen Sinn, was du sagst. Sag was! Du bist doch die Vernünftige von uns. Mach was! Ich glaube, wir können hier nicht mehr normal weitermachen. Ich verstehe euch auch einfach nicht. Und ich habe das studiert, Mann. Komische Leute. Ich glaube, wir sollten den Kontakt mit unseren Eltern wieder abbrechen. Das hat uns allen nicht gut getan. Nee. Naja, mein Vater war ja nicht da. Meiner auch nicht. Also meine Mutter auch nicht. Die hat meinen Vater wahrscheinlich gefressen. Oder so. Wie so eine Gottesanbeterin. Okay, was ist der Plan? Also wir haben ein Haus voller Schwerverbrecher mit wahrscheinlich Bewaffnung. Die sich in einem Gefängnis eingerichtet haben wie in einer Festung. Geiler Scheiß, ja, keine Ahnung. Also normalerweise ist es ja so, dass man leichter ins Gefängnis reinkommt als wieder raus, aber... Das wird in diesem Fall auch so sein. Ja, Hella springt so ein bisschen auf und ab. Ich hab's! Mhm. Wir gehen da hin und sagen, dass wir bei ihnen mitmachen wollen. Und dann sagen wir, sowas wie folgt, ja, was könnt ihr denn? Dann sagen wir, der hier wird euren stärksten Mann einfach fällen wie ein Baum und sie hier ist die beste Schützin, die ihr je gesehen habt. Und dann treten die gegeneinander an und wir machen die sowieso platt, weil wir sind Halbgötter und dann kommen wir da rein. Mhm. Und wir sind halt so eure Stuff-Provider. Wir sorgen dafür, dass ihr gut genährt seid oder so. Cheerleader. Ich quatsch mich da rein, hallo? Zur Not marschiere ich da durchs Tor, ohne dass die mich angucken. Aber euch kriege ich halt nicht mit. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, ob ich ernsthaft... Sigurd, das ist ein Schwerverbrecher. Gerade nein, deswegen. Ich hab kein, genau. Ich weiß nicht, ob ich ernsthaft sagen will, dass ich bei denen mitmachen will. Ja, dann überlass mir das Reden, okay? Hat jemand noch einen anderen Plan? Ich würd ja Karen reden lassen, aber... Ja, oder Karen. Karen, glaubst du kannst mit den harten Jungs? Naja, einzeln im Vier-Augen-Gespräch und so habe ich das schon öfter gemacht, aber mit so einem Pulk? Ich habe das mal im Fernsehen gesehen. Sind Psychologiesitzungen im Gefängnis nicht eh immer in der Gruppe? Ja, aber die werden doch keine Psychologin da reinlassen, denen geht's doch allen blendend. Naja, du kannst natürlich gewisse Gruppensitzungen machen, aber die laufen
unter einem festen Setting ab. Man hat uns hier ja nicht ohne Grund hingeschickt. Ich glaube schon, dass die da drin ein Problem haben, wenn der Krampus da drin rumläuft. Wie gesagt, wir müssen erstmal rein und wir müssen ihr Vertrauen gewinnen. Also Sybil, meinst du, es könnte sein, dass die gar nichts vom Krampus wissen? Was weiß ich? Ich halte das gut für möglich. Also ich wusste bis gestern auch nicht vom Krampus. Klingt überzeugend. Ja, und das war doch bisher auch immer irgendwie, naja, irgendwie ein Mythos, oder nicht? Ich meine, das ist eine Geschichte, die in Deutschland erzählt wurde. Aber das hat, selbst wenn es jemand gehört hat, ja niemand für die Realität gehalten. Ich glaube, so ein paar Schläger aus der Bronx werden da wohl kaum was irgendwelche Geschichten aus Deutschland kennen. Eben. Und selbst wenn sie sie kennen, werden sie sagen, haha, jemand erzählt eine große Geschichte. Interessiert mich doch nicht. Ja, also okay. Was machen wir? Ja, mangels Alternativpläne würde ich dann wohl in Betracht versuchen ziehen. Es. Wir haben Sigurd den Krampusbuster oder sowas, können wir ja sagen. Keine Ahnung. Das Problem ist, er frisst ja nur die unartigen Kinder. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn da rausholen will. Wir haben Hela. Hey! Nicht mehr, Sybil! Gut, vielleicht habe ich meine Anästhetika an irgendwelche Kinder aus der Schule gedealt, aber so läuft das Geschäft. Normalerweise nimmst du an... Was? Sie haben doch meine Kräfte unterdrückt mit irgendwelchen Medikamenten, die ich nehmen sollte. Super starkes Zeug, ich habe davon Halluzinationen bekommen. Und irgendwann hatte ich keinen Bock mehr, das zu nehmen. Hast du die immer noch? Nein. Die habt ihr mir damals, also die habe ich damals vom Schuldach geschüttet. Ich rede von den Halluzinationen. Nein! Okay. Wahrscheinlich schon, aber jetzt weiß sie, dass es keine Halluzinationen, sondern Visionen sind. Und in dem Moment hört sie die Stimmen der Toten wieder. Ja. In dem Moment. Ja, gut. Wenn das der Außerdem glaube ich, dass es wirklich gar nicht so eine schlechte Idee ist. Wenn Hela mit den Jugendlichen redet, weil wir als Erwachsene und dann dazu noch als Leute, sobald sie das rauskriegen, die ich sag mal eher auf der anderen Seite des Gesetzes stehen, nämlich einmal als Anwalt und dann als Psychologin, also da sind wir eher die Gutachten schreiben und die dafür sorgen, dass die in den Jugendknast kommen und ja, aber stellst du dich denn mit deinem vollen Berufstitel vor? Nein. Ärztin. Wir sind in einer postapokalyptischen Situation. Ärzte werden immer gebraucht. Mittelapokalyptisch, würde ich sagen. Ja, genau. Mittelapokalyptisch. Details. Ja. Trotzdem sind wir, glaube ich, wollen sie ja noch verhindern, die. Grundsätzlich suspekt. Aber... Und wenn dann jemand in Helas Aufmachung kommt, ich könnte mir vorstellen, dass die eher einen Zugang kriegt zu denen als wir. Aber wir sind uns schon einig, dass wir reingehen wollen, ohne alle Platz zu machen. Das ist Plan B. Aber das ist immer Plan B. Alle platt machen? Naja, du bist gerade so nach vorne gestapft, habe ich gedacht, wenn du ihn jetzt nicht aufhältst, dann... Sehr richtig. Nee. Also ich wäre sehr froh, wenn ich niemanden verprügeln müsste. So. Wäre auch froh, wenn ich keinen verprügeln muss. Ja gut, Ladies. Dann Showtime. Und Hella richtet sich so ein bisschen die Haare, zieht den Ausschnitt von ihrem Shirt ein bisschen runter, dass man ein bisschen mehr Busen sieht. Und in Anwesenheit von oh, das ist hier gerade egal. Ich weiß nicht, wie man mit Jungs umgeht. Vor allem mit knallharten Jungs, die da oben Wache schieben. Und da sie ja eh wenig anhat, weil sie die Kälte nicht spürt,
ne, so ein bisschen T-Shirt, Leggings, beziehungsweise Jeans, würde sie dann einfach schnurstracks auf das Tor zu marschieren. Dabei gebe ich einen Willenspunkt aus und mache My Eyes Are Up Here an. Mhm. Das ist Quatsch, Center of Attention. Und kann dann quasi, ich habe plötzlich eine riesen Aura. Also so nach dem Motto, boah, da kommt voll der Mega-Popstar. Wir wollen da jetzt alle hin. So nach dem Motto. Und da ich auch noch Charmer habe, kriege ich Erleichterungen auf alle Bestechen, Überreden oder Bequatschen-Proben, die ich gleich machen werde. Und zwar, wenn ich, hier steht zwei Erleichterungen. Und so würde Hella halt quasi mit wiegenden Hüften auf das Tor zu gehen und quasi einfach mal warten, so wie halt die Jungs sich quasi zu ihr umdrehen und dann quasi unten vorm Tor stehen bleiben. Und dann mal so, hey! Zu denen nach oben rufen. Wir halten so ein bisschen Abstand, ne? So 3-4 Schritte. Also 3-4 Schritte Abstand heißt, ihr geht schon noch mit, ja? Oder bleibt ihr ganz auf Abstand? Ich schaue mir unsicher die Mädels an. Nee, wir gehen mit. Nicht, dass nachher heißt, hey, du hast nur für einen gesprochen und dann kommen wir nicht rein oder so. Nee, wir treten da schon als Gruppe auf, würde ich sagen. Okay, dann geht ihr nach vorne und Hela macht ihr, hallo, ich bin Hela und die beste Aura an. Und, ja. Ja, ich glaube, die anderen müssen dagegen tatsächlich auch würfeln, weil das auch Science Ja, dann müsst ihr auch Science angreifen. Würfelt mal. Was müssen die da würfeln? Was müssen wir denn? Willenskraft. Willenskraft gegen. Ich würde mal eine Probe machen für die ganzen Leute, die da stehen. Oh, die sind gut. Wie viele Erfolge müssen wir denn mindestens schaffen? Da ihr Science seid, ist es, glaube ich, bei euch einfacher. Bei Menschen ist es schwieriger. Ich muss das nachgucken, warte. Wo habe ich denn jetzt hier Willenskraft? Willpower in der Mitte unten. Ach, ja klar, guck ich nur voll falsch. Oh. Genau, Moment. Ja, beschreib uns mal genau das, wie das, was man da machen muss. Ich habe mal Willpower für alle gewürfelt, das war ziemlich gut für so einen Sterblichen, muss ich mal sagen. Nur 10er waren doppelt oder 9er auch? Nee, 10er, ne? Ja. Genau, ich muss mal eben auf meine Appearance gucken. Epic Appearance war, wenn ich diese schwarzen Kästchen drunter habe, ne? Ja. Das sind automatische Erfolge. Genau, die Gegner müssen Willenspunkte, also die menschlichen Gegner müssen Willenspunkte tatsächlich spendieren, sonst können die sich mir meine Aufmerksamkeit nicht entziehen. Ah, okay. Also war die Probe umsonst. Und die Science müssen hier 2 Erfolge schaffen, steht hier. Mhm. Gut. Oder halt auch 3. Willenspunkte einsetzen. Ja. Okay, alles klar. Gut, dann stehen die da, weil du näher kommst, kann man die ganz deutlich sehen. Dann oben irgendwie ein paar Leute, die irgendwie auf der Mauer stehen. Ein Tor könnt ihr gerade nicht sehen. Keine Ahnung, vielleicht ist es auf der anderen Seite oder so. Und die gucken halt, laufen halt schon so zusammen von verschiedenen Richtungen aus. So haben wir vorher patrouilliert auf der Mauer und laufen jetzt irgendwie zusammen und schauen dann da so runter irgendwie so und pfeifen runter so. Ja. Ja, ich leg so die Hand an die Augen, als würde mich die Sonne blenden. Welche Sonne? Wer ist denn euer Chef? Was ist das nochmal? Wer ist denn bei euch der Chef? Gucken Sie sich kurz an. Ich bin der Chef, ruft einer runter. Ist irgendwie so ein Latino mit so einem Bandana um und so. Ziemlich klischee-mäßig. Mhm. Ich muster den. Sieht der nach Chef aus? Wie sieht ein Chef aus für dich? Naja, Körperhaltung bedeutet, alle anderen halten ein bisschen Abstand zu ihm. Man achtet darauf, ob er, also die Blicke wandern häufiger zu ihm, um zu orientieren, was er tut. Naja, eigentlich gucken die gerade alle auf dich. Aber es scheint ihm keiner widersprochen zu haben. Okay, ich so, cool, wie heißt du?
Clay. Clay. Ich mag den Namen. Hey Clay, wir wollen bei dir mitmachen. Wir wollen bei dir mitmachen, Clay. Wir haben gehört, du hast hier eine ziemlich coole Truppe aufgezogen und abgesehen davon ist das Haus echt schick. Hey, sie will bei mir mitmachen, Jungs. Schlägt die so an, aber die reagieren gar nicht auf den und dann gucken weiter. Und so. Ja. Hey! Guckt dann so zur Seite. Komm, außen rum ran, kommst rein. Cool, danke. Und ich wink den anderen und dann, gehe ich mal außen rum. Die folgen dir oben auf die, wenn die außen rum irgendwie auf der Mauer entlang. Mhm. Nur der Clay scheint der Einzige zu sein, der so seinen Blick so mindestens ein bisschen so von dir wegtun kann. Ja, dann gehe ich mal zur Seite rum. Was finde ich da? Ja, da ist dann irgendwann so ein Tor. So ein großes. Nice. Schmiedeeisernes Eingangstor. Ja, dann gehen wir mal darauf zu. Aufgemacht. Ja, während ich an den Türstehern vorbeigehe, lasse ich bei einem so die Hand übers Kinn gleiten. Danke, Süßer. Ja, da sind halt noch ganz viele andere und die scheinen auch Anna, Sigur und Karen so überhaupt nicht interessant, die nicht zu interessieren. Die gucken halt alle auf dich. Ja. Und dann, der Clay kommt irgendwie von der Mauer runtergeklettert und so, willkommen in der besten Behausung der Welt. Ja, deswegen sind wir hier. Wer bist denn du und wie es verschlägt dich in diese abgeschlagene Gegend? Nun, hier ganz speziell. Nahrung, Schutz, Wasser, nette Gesellschaft. Ich zwinke ihm zu. Und mein Name ist Hella. Aber du kannst mich Hale nennen. Oh, Hale. Ja, willkommen. Komm rein, da hinten haben wir unseren Begrüßungscenter. Mhm. Aber du verarschst mich nicht, oder? Sehe ich so aus, als würde ich die Leute verarschen können. Und der setzt so einen Ich guck so um mich rum, auf. So sabba. Er scheint übrigens auch Sigur, Anna und Karen irgendwie auch nicht groß. Also vielleicht sieht er sie, aber interessiert ihn anscheinend gerade gar nicht. Ja, dann, sobald wir da drin sind, würde meine Attention übrigens kaputt gehen, weil Szenenwechsel. Mhm. Also, ich würde quasi kurz so zu Sigur gucken, so nach dem Motto, dauert jetzt nicht mehr lang, ich kann es nicht mehr lange aufrechthalten. Wenn ihr was machen wollt, jetzt. Versteckt euch oder ähnliches. Und dann meine ich so, ja, okay, dann führ mich rum. Dann mal los. Bietet dir so den Arm an, so ganz galant. Ganz der Gentleman, englischer Schwule, darauf stehe ich. Das Augenrollen von Karen. Also, ich glaube, kurz bevor die beiden sich da durchmaren, schlucke ich den Kotzbrocken runter, der gerade in meinem Hals liegt. Und drück die anderen Mädels mal so einfach Richtung. Ja. Die ganzen Leute hier sind Richtung übrigens hinterher. Die ganzen Leute hier sind übrigens alle irgendwie, ja, sie sehen wirklich aus, wie man sich die Klischee-Schwerverbrecher halt vorstellt. Tätowiert bis zum geht nicht mehr. Und sind die unter oder über 20? Teils, teils, würdest du sagen, so, was du abschätzt. Frauen wie Männer oder nur Männer? Momentan könnt ihr nur Männer sehen. Ja. Spaß, ja. Sobald die Tür hinter mir zufällt, schwächt sich auch die Aura relativ schnell, rapide ab. Aber ich lächle halt weiter. Wollt ihr euch mit reinzwängen dann? Oder wollt ihr draußen stehen bleiben? Nee, auf jeden Fall rein. Auch mit rein, okay. Mhm. Auf jeden Fall, ja.
Ja, drin schwächt sich die Aura dann merkbar ab. Das merkt man auch daran, dass die Leute, die hier drin auf euch warten, irgendwie gar nicht so krass auf Fehler reagieren, wie die Leute draußen, sondern sehr skeptisch Richtung Eingang gucken. Ey, Clay, wen hast du uns denn da mitgebracht? Das ist Hel! Und die anderen drei? Wie die anderen drei? Dann guckt ihr um. Ach so, wer seid ihr denn? Kommt ihr denn her? Und man, ja, man sieht so, wie die Leute irgendwie hinten anfangen, irgendwie so Narren zu ziehen. Ich darf vorstellen, das ist Sigur. Glaub mir, du wirst keinen stärkeren Mann finden als ihn. Der macht jeden eurer Champions platt. Du hast deinen Macker mitgebracht? Nein, das ist nicht mein Macker, das ist mein Schoßhund. Und sie hier, ich deute auf... ich mache wirklich dieses Gesicht. Und dann sage ich mich zu ihm, er weiß es nur noch nicht. Und drehe ich mich zu Hannah um. Und sie hier schießt jeden von euren Schützen über den Haufen. Sie kann eine Münze in der Luft treffen. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Also wirklich, wenn du die auf den Turm stellst, da kommt dir keiner durch dein hübsches Türchen. Und hier Karen. Sie ist Ärztin. Oh. Verletzte? Ärztin, das ist gut. Ja, sag ich doch. Wir haben was zu bieten. Das Einzige, was wir dafür wollen, ist ein Bachhornkopf. Ist doch ein fairer Deal, oder? Merkt so einen abschätzenden Blick so von den Leuten. So von oben nach unten, besonders auf die Frauen. Mhm. Na dann, herzlich willkommen hier in unserem schönen Zuhause. Danke, draußen wurde es langsam nämlich ziemlich ungemütlich. Ist das so? Ja, hast du mal rausgeguckt? Tue ich täglich. Folgt mir. Ja. Folgen? Ich folge. Folgen alle Clay. Und ja, als er durch so eine Seitentür irgendwie nach draußen geht, irgendwie, man sagt, er so stehen da so zwei Schränke neben dem Eingang und der eine macht so die Hand so kurz nach vorne, als Sigur an die Anstalten macht, hinterher zu gehen. Stopp! Du nicht. Ich geh einfach weiter. Ey! Ja, der andere zieht eine Knarre und hält ihn so in deine Richtung. Stehen bleiben! Dreh ich mich zu ihm. Nimm die Knarre und bieg den Lauf um. Ich guck mal, ob er darauf reagieren kann, bevor du in die Knarre greifst, aber nein, das ist... Nein. Da siehst du in große, verblüffte Augen. Ja, in dem Moment schalte ich mich ein. Ich hab's euch gesagt, Jungs. Der stärkste Mann der Welt. Oh. Okay. Gut. Läuft weiter einfach. Bringt euch anscheinend sofort in so eine Art Sanitätstrakt. Und das sieht das hier so danach aus. Also zuerst sieht man, dass es also ein Zellentrakt ist, mehr oder weniger. Und das ist so ein, das ist ja auch durch die allgemeinen Gänge, wo halt überall so Gittertore immer sind, wie so Schleusen, dass man euch da durchschleust auch. Und man sieht auch hin und wieder, dass halt so. Ja, Überwachungskameras und Überwachungsräume überall verteilt auch sind, kann man dran vorbeilaufen und das auch durchaus sehen. Und dann irgendwann ändert sich so, die Zellentüren sind übrigens alle offen, das fällt auf. Und irgendwann ändert sich die Szenerie und es sind keine Zellen mehr, an denen ihr vorbeiläuft, sondern einfach schönere, es sind ein paar schönere Gänge. Also, es ist auch vernünftig gestrichen hier, es ist irgendwie nicht so ein bisschen... Und es ist halt kaum vergittert. Also es gibt schon noch Gitter an den Fenstern und auch so ein paar Schleusen, aber es sieht eher aus, als wäre das hier so ein medizinischer Trakt. Vor allen Dingen in ein paar offene Räume könnt ihr reingucken, die sehen aus, ein bisschen aus wie so Krankenhausräume. Und dann
ja, macht er so eine große Flügeltür auf in einen Raum, wo ganz viele so Feldbetten drin sind, wo irgendwie Leute drauf zu liegen scheinen. Wenn das hier die Ärztin genauso gut ist wie dein Kumpel Stark, dann kann sie uns echt hier helfen. Und wenn sie euch helfen, wenn sie uns helfen kann, dann könnt ihr bleiben. Okay. Dann gucke ich mir das mal an. Ja, also liegen mehrere Leute. Wie gesagt, auf dem Feldbett sind ungefähr 6 Leute. Die starke Wunden haben, also zumindest sind die alle so verbunden und auch dick mit Kompressen irgendwie, die schon teilweise durchgeblutet sind, versehen. Mhm. Du siehst auch irgendwo nirgendwo großartig medizinische Versorgungsmaterialien hier so im Raum. Siehst wohl, dass da ein paar Schränke sind, wo halt Sachen drin waren, aber die sind halt total ratzefatz leer. Und auch siehst du auch so einen Erste-Hilfe-Kasten an der Wand, der aber auch aufgerissen ist. Und ja, teilweise der 6. von denen, der hat auch ja, gar keine richtigen Kompressen mehr, sondern einfach nur irgendwelche Stoffreste. Und die haben halt überall irgendwie große Wunden. Teilweise am Arm, dem einen fehlt ein Ohr, teilweise an den Beinen, am Oberkörper. Mhm. Okay. Auf jeden Fall müssen wir hier Verbände wechseln. Wenn es hier keine mehr gibt, dann brauche ich Bettlaken. Ah, an die Idee sind wir auch schon drauf gekommen. Wir haben ein paar Bettlaken umfunktioniert. Sind im Nachbarraum. Okay. Aber wir haben in der Tat keine Verbandsmaterialien mehr. Ja, das habe ich befürchtet. Überhaupt? Hä? Warum bluten die überhaupt? Keine Ahnung. Haben die irgendeinen offenen Krieg mit irgendwem? Was? Du weißt nicht, warum die bluten? Wir haben sie so auf dem Flur gefunden. Keiner will es gewesen sein. Wahrscheinlich irgendeine Messerstecherei oder so. Sie erzählen uns auch nichts. Sie sagen irgendwas von einem dunklen Schatten, der sie angegriffen hätte. Ich denke, ja, hier sind irgendwo ein paar Rivalitäten, die ich noch unter Kontrolle kriegen muss. Versteckter Blick zu Hela. Ich nicke nur leicht. Also quasi Bingo. Ich habe ja die Fähigkeit SS Health. Das heißt, ich kann sofort den Gesundheitszustand von Leuten einschätzen, ohne dass ich dafür irgendwas ausgeben muss. Ich kann das einfach bei allen, die keinen höheren, wie heißt das noch, letzten Wert haben als ich, kann ich das sofort einschätzen. Also Medical konntest Condition of the Living Person. Konntest du damit nicht auch irgendwie Berührungen von, also so touched by irgendwie bei Götterwesen oder von. Kannst du das nicht auch sehen, ob die irgendwie. Gab's das nicht auch noch als Fähigkeit, die du hast? Ich kann meinen, mich da an irgendwas erinnern zu können. Hier steht Gesundheitszustand, Abhängigkeiten, Krankheiten. Also, okay. Ich kann Legend Score kann ich gucken und Magic kann ich erkennen von Leuten. Mhm. Aber ich. Ich kann von Titanen herbeigerufene Erkrankung lindern, auf magische Weise. Ja. Das war das, okay. Ja. Ich mein, aber das hattest du, glaube ich, im Prelude hattest du irgendeinen, glaube ich, irgendwie auf seine Krebskrankheit oder so ansprechen können oder so. Genau, aber das war ja dieses SS Health. Das war ja dieses, dass ich das sehen konnte durch einfaches Angucken. Also 3 von den 6 hier sind schwer drogenabhängig. Okay, schön. Einer davon scheint irgendein Virus oder sowas zu haben. Wahrscheinlich, keine Ahnung, oder eine bakterielle Infektion. Und 2 von denen sind einfach nur schwer verwundet und haben sehr viel Blut verloren. Kann ich feststellen, wovon, also von welchen Drogen die abhängig sind, die 3? Ja, alle heroinsüchtig. Heroin, okay.
Und zwei nur schwere, also was heißt nur, aber schwere Wunden. Ja. Okay. Genau, dann gucke ich mir erstmal an, was die da haben. Also ich beauftrage jemanden, dass er die Bettlaken in so 5 cm breite Streifen reißen soll. Mhm. Da kann ich dir auch helfen. Oder schneiden. Wie gesagt, im Nachbarraum haben die schon, da haben die sowas gelagert, also teilweise halt wirklich ganz viele Zeugs irgendwie gestapelt. Das ist jetzt nicht genau die Größe, die du haben willst, also müsst ihr wahrscheinlich noch ein bisschen was noch rumschlimmeln, aber ja, genau, ist halt ein bisschen stümperhaft. Dass ich das so ein bisschen als Verbandsmaterial nehmen kann. Gibt es hier noch irgendwelche Medizinschränke, wo noch irgendwas drin ist? Hier war überall was drin, aber unsere Vorräte gehen langsam. Aber wir gehen ja demnächst wieder auf den Raubzug. Vielleicht finden wir da irgendwas. Okay, ihr solltet dringend versuchen, irgendwie sowas wie Antibiotika zu kriegen. Dachte ich. Das ist ganz wichtig für den einen hier, der hat nämlich eine bakterielle Infektion. Für 3 eurer Kollegen wäre es gut, wenn ich, da habt ihr ja wahrscheinlich irgendwelche Connections hier drin, die haben ein Drogenproblem und weil jetzt nicht auch noch Turkey dazukommen soll, sollten wir denen dringend ein bisschen Heroin besorgen. An und für sich finde ich das schwierig, aber zusätzlich zu einer Verletzung noch einen Entzug zu machen, ist echt zu viel. Da könnte der Körper drunter kollabieren. Okay. Und wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen heißes Wasser. Und wenn ihr habt ihr irgendwie Alkohol noch da? klar. Für die Feier. Möglichst hochprozentig. Davon brauche ich was. Ah, okay. Hätte dich gar nicht so als guckt so ein bisschen Trinker eingeschätzt. Alkohol desinfiziert. Sicher. Wie schnell kriegst du wieder fit? Wir müssen Leute wir brauchen die fürs Autofahren. Das wird länger dauern. Ich kann tun, was ich kann, aber hast du die Wunden gesehen? Das kann ich jetzt ja auch nicht mit dem Finger schnippen. Deswegen habe ich dich doch hierher geschickt. Ja, aber du bist doch die beste Ärztin. Wenn der da Pistolen verbiegen kann, kannst du sie doch heilen, oder nicht? Ich tue, was ich kann. Hey du, hier, wie hieß du noch? Pistolenbieger? Meinst du mich? Ja. Sigur. Kannst du schwere Fahrzeuge fahren? Was ist ein schweres Fahrzeug? Aster? Ich kann's versuchen. Gut, dann haben wir ja einen Fahrer für den Raubzug. Dann sollten wir schnell loslegen und die Medikamente besorgen. Wir gehen einkaufen, Jungs! Ich halte ihn noch zurück. Wo habt ihr sie gefunden? Kannst du mir das zeigen? Klar. Verschiedenen Orten cool. Hier. Einer war in der Distille und einer sogar hier in dem Raum und ja, die anderen, glaube ich, auf irgendwelchen Fluren. Genau habe ich mir das nicht aufgeschrieben. Nur, ich weiß nur von der Distille und von hier. Genau, wo es war. Habe ich dein Wort, dass ich mich hier ein bisschen umsehen darf? Ich habe relativ gute Augen. Vielleicht fällt uns ja was auf. Und ich gucke so zu Hannah. Kommst du noch mit, oder? Karen, kann ich dich allein lassen oder brauchst du hier Hilfe? Nee, ich komme schon klar. Dann gehe ich mit. Okay. Also wo wollt ihr denn jetzt hin? Irgendwie in die Gänge oder was? Da, wo die Körper gefunden wurden. Ja, wie gesagt, einer hier, einer in der Distille und die anderen irgendwo auf dem Gang, keine Ahnung. Schreib mir nicht von jedem auf, der hier irgendwo abgestochen wird. Das wäre jetzt ein bisschen zu viel. Ja, und Karen guckt sich so die Wunden an, das ist auf keinen Fall Messerwunden. Das ist eher irgendwie von einem Tier oder sowas, würdest du sagen. Mhm, ja. Okay, dann lasse ich ihn ziehen mit Sigur.
Gut. Ja, die sind, wie gesagt, ja alle nicht so sonderlich alt und so. Und teilweise haben die wahrscheinlich wirklich Probleme damit, Leute zu finden, die wirklich große Fahrzeuge fahren können. Denn die haben sich oben draußen auf dem Hof, man führt dich durch eine Seitentür raus, so eine Art Panzer gebaut aus einem LKW. Der sehr mit Metallteilen verkleidet ist, wo man oben auch auf so einer Plattform stehen kann. Und es scheint aber auch so ein ziemliches, ziemlich zusammengeschustertes Fahrzeug zu sein. Also, das sieht nicht mehr ganz stabil aus auch. Also, sieht in sich stabil aus, aber naja, dass jemals eine Zulassung kriegen würde, wahrscheinlich eher nicht. Und den soll ich fahren? Ja, die einzigen, die den fahren konnten, liegen alle in Trüben. Wo soll ich denn hinfahren? In die nächste Stadt. Ich kann dir sagen, wo es lang geht. Was machen wir da? Nun, wir brauchen Medikamente. Am besten gucken wir, was noch im Krankenhaus da zu finden ist. Es wird gut verteidigt, also müssen wir uns anstrengen. Wer sitzt denn da im Krankenhaus? Die Bullen. Die Polizei. Ja, von der Stadt wahrscheinlich. Wir haben schon mal versucht, da reinzukommen, aber ja, war uns zu viel Aufwand. Wir sind dann eher so in die anderen Viehgebiete gefahren. Wenn wir da rein, müssen wir schnell handeln und schnell wieder raus. Wir gehen rein, machen ein paar Leute platt, haben ein bisschen Spaß, holen uns das Zeug und fahren wieder zurück. Aha. Machen ein paar Leute platt. Ja, wird sich nicht vermeiden lassen. Die geben uns das Zeug ja nicht freiwillig. Ist richtig. Wie viele fahren dann so mit uns? Alle, die hier drauf passen. Ich überschlag mal, wie viele passen ungefähr drauf? Auf die Plattform oben passen bestimmt 10 Leute drauf. Also, ja. Und innen rein in das Fahrzeug vielleicht noch 5, also 15. Mhm. Ja, dann mal los. Gut. Ja, und dann trommelt der ein paar Leute zusammen, die sieht dann auch um, dann siehst dann auch, dass Leute mit Motorrädern halt um die Ecke kommen. Und mit so leichteren Wagen noch und so, die wahrscheinlich das dicke Ding dann begleiten. Aber du hast halt das dicke Fahrzeug halt das einzige halt, das hat vorne auch so eine Ramme dran und so, ne? Das ist halt wirklich dafür gebaut, wahrscheinlich irgendwo reinzufahren, reinzubrechen und dann irgendwas auszurauben. Ja. Fährst dir einen Kopf? Ja. Gut. Dann werden wir wohl mal gegen die Polizei in den Krieg ziehen. Wahrscheinlich. Wer weiß, was in der Nachbarstadt ist. Du setzt dich oben in den LKW rein. Was hast du denn in. Hast du Drive überhaupt? Ja, Drive 2. Oh, okay. Ja. Also Control 2. Control, ja, das ist ja hier das. Äquivalent. Ja, dann setzt du dich da rein und irgendwie ist das alles so groß. Das Lenkrad alleine schon ist relativ riesig für deine normalen. Du bist sonst immer nur ich Auto gefahren. Ich versuch's. Ja, und ja. Man reicht dir den Zündschlüssel und irgendwie, als du das Ding dann irgendwie, ist es auch wirklich ein Schalt-LKW, ne? Schaltwagen. Was? Ja. Ich kann keinen Schaltwagen fahren. Dann muss und es dann wirkst du beim ersten Mal das Ding schon mal ab und wir schwenken mal um auf Anna und Hela. Ja, wir stehen Karen ja noch möchte, bei. Wurden sie da alleine in der Hospital quasi ist, nochmal was gucken oder so, wenn sie da alleine mit den Verwundeten ist. Ist da der hat da doch bestimmt irgendwen hingestellt, der mich beobachten soll, oder nicht? In der Tat, die erst dann hieß, wir gehen auf den Raubzug, oder so, und sind die beiden, die dich da beobachtet haben, sofort rausgestürmt. Okay. Mich würde tatsächlich interessieren, ich durchsuche da nochmal irgendwie die Schränke, ob es da irgendwie Vorräte gibt. Die sind. Ich suche. Ja? Ich suche verschimmeltes Brot. Verschimmeltes Brot? Ja. Okay. Nein, Brot findest du hier überhaupt nichts und in den Schränken herrscht gähnende Leere.
okay. Also es gibt noch ein paar Überreste, sind so ein paar Fläschchen irgendwie, womit die wahrscheinlich nicht groß was anfangen konnten, irgendwelche Chemikalien. Was genau sonst suchst du noch? Also Brot gibt's überhaupt nicht gerade. Zumindest nicht da, wo du in diesem Hospitalbereich. Okay, andere verschimmelte Lebensmittel? Nee, gar keine Lebensmittel. Gibt es da irgendwie Laborequipment, irgendwie ein Mikroskop und sowas? Ja, kannst du eins finden in einem der Nachbarräume davon, ja. In irgendeinem Schrank. Okay. Ja, das, nee, ich verarzte die erstmal und sobald ich irgendwen zu packen kriege, der sich hier auskennt, frage ich, wo der Küchentrakt ist, weil ich doch nochmal wissen will, ob die irgendwo könntest dann mal eine verschimmelte Lebensmittel haben. Ja, ich würde sagen, machen wir das mit Intelligence oder mit Dexterity? Mach mal Intelligence und Medizin. Okay. Das Verarzten. Das war auf 7, ne? Oder auf 8? Auf die... Boah, ich schwanke so mal so zwischen den Systemen. Ich glaube, hier ja, war es, glaube ich, auf die 7, ja. Ja, dann habe ich 4 Erfolge. MWOD, OWOD, komische Pseudo-EOD, das ist alles irgendwas anderes hier. Ja, aber ich glaube, es war wirklich auf die 7. Manchmal explodieren Zehner, manchmal negieren Einsen, manchmal, ja, das ist irgendwie alles. Ja, genau, und ich weiß halt nicht, aber... Ich bin da bei dir. Wie viel hattest du? Auf 7. Bei 7? Auf 7 ist... Dann hatte ich 4. 4, okay. Mhm. Alles klar. Gut, dann bist du eine Weile beschäftigt mit Suchen und mit Verarzten und dann können wir tatsächlich dann zu Anna und Hella springen, die sich die Destillationsvorrichtung angucken. Die haben tatsächlich in einem Raum, der relativ nah am Innenhof ist, so eine Art Destille gebaut, um sich Alkohol zu destillieren. Ja, kein Essen da, aber Hauptsache das. Saufen. Eben. Anna, wer weiß, ist, ob Essen da ist, weißt du nicht. Also eine Küche. Aber das Zille ist gut, gesehen. Ich brauche Alkohol, möglichst rein. Kriegst du. Ich würde halt zu Anna mich quasi umdrehen und sagen, du solltest am besten versuchen, das ganze Gebäude zu scannen. Guck, ob hier zum Beispiel Luftschächte den Raum mit dem Krankenraum verbinden, ob es hohle Wände gibt, wie es im Keller aussieht, wenn es einen gibt. Wir müssen herausfinden, wo er steckt. Weil er kann heute Nacht überall zuschlagen, wo er will. Und wir kennen dieses Gebiet nicht. Meinst du, er ist in dieser, keine Ahnung, Ebene, Dimension, Welt? Oder meinst du, er kann, wie wir nun, eben... Wenn wir ihn hier nicht finden mit deinen Augen, dann wird er wahrscheinlich springen können. Und dann müssen wir ihm eine Falle stellen. Und ich glaube nicht, dass er rauskommt, wenn ich laut schreiend durch die Gänge schwadroniere und sage, ey, Bruder, wo bist du? Ich glaube nicht, dass es funktioniert. Ich hoffe, es hat schon was gebracht, dass du dich als Hehl vorgestellt hast. Ich meine, er wird ja nicht einfach hier irgendwo in der Ecke hocken. Er wird ja auch mitkriegen, was hier abläuft. Das war meine Intention. Ich werde mal gucken, ob ich ein paar Geister finde. Wenn er sich schon welche geholt hat, schwirren die vielleicht noch hier rum. Garantiert, weil die dürfen ja nicht nach... Ja. Das war nicht in die Unterwelt. Die Tore sind zu. Ja. Aber ich würde halt dafür sorgen, dass wir zusammenbleiben. Mhm. Aber halt quasi, ich gucke nach Geistern und sie guckt nach allem anderen. Dass wir so einen groben Plan haben. Der ist auch für Karen wahrscheinlich dann ganz gut. Ihr könnt übrigens nach draußen gucken aus diesem Destillationsbereich, irgendwie auf den Innenhof, und seht dann da so ein großes, so ein Platz, wo wohl so ganz viel Holz aufgetürmt ist und auch so wohl ein Riesenfeuer da war. Aha. Lagerfeuer oder sowas. Gibt es irgendwelche, ich weiß nicht, Merkmale, die für Krampus ganz besonders sind? Außer Kratzspuren in den Ziegengestalt. Ja, ich meine, wenn er stinkt wie eine Ziege. Nee, aber ich meine, ob er irgendwo, keine Ahnung, da liegt halt ein Büschel irgendwas. Ach, guck mal, der war hier oder so.
Ziegenhaare. Nicht, dass ich wüsste. Also er wird in Sagen mit einer Reisigroute dargestellt, unter anderem neben dem Sack. Mhm. Aber wer weiß, vielleicht hat er es mittlerweile gegen einen Baseballschläger eingetauscht. Wir gucken einfach, was wir kriegen können. Vielleicht finden wir ja Hufspuren oder sowas. Ja, mehr oder weniger sieht er halt wirklich so aus wie, wie die klassische Darstellung von Satan auf so alten Bildern. Ne? Er ist nicht rot. Genau, nicht rot, aber eher schwarz oder weiß. Und ja, aber sonst passt das schon ziemlich. So von der Vorstellung her. Gut, ja, dann schaut ihr euch da um. Ich habe ein Bild. Vom Krampus? Soll ich es nehmen? Ja, auch ein Bild. Warte, ich schick dir das. Schick dir das mal eben hier auf Skype. Vielleicht kannst du das einblenden. Ja, da hast du. So stellt sich Hella den Krampus. Nein, so stelle ich ihn mir nicht vor. So sieht er normalerweise aus. Sieht er immer aus. Ja. Es gibt keine andere. Moment. Oh, jetzt ist. Ein Bild möchte ich einblenden. Und ich möchte Hillas Bild ein. Da ist es doch. Bitteschön, so kennt Hella ihren Halbbruder. Ja. Mit Ketten und einer Mistgabel und ja, einem normalen Fuß, einem Huf und einer langen Zunge, einem Korb, ja. Hübsch, der Kerl. Gut, und dann, ja, wie machst du das? Möchtest du nach der Umgebung scannen, Anna? Wie machst du mit deiner Brille oder was machst du da wie? Nee, genau, ich ziehe die Brille auf. Und wenn wir uns bewegen, schaue ich nach rechts, links. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja auch sogar wieder ein Gebiet, was so ein bisschen gestört ist, wie damals in der, was war das, Fabriklagerhalle. In der Tat kann man hier relativ leicht durch alles durchgucken. Du siehst relativ viele Zellen halt, das ganze Metall stört so ein bisschen beim Gucken, aber es geht. Man kann sehen, dass die Leute halt immer noch in ihren Zellen irgendwie wohnen anscheinend. Sind jetzt, wo die Leute sich zum großen Raubzug versammelt haben, bei Sigur an dem, ich nenne es mal Panzer, sind gar nicht mehr so viele jetzt in dem Gebäude drin. Vielleicht noch so ein Überrest von 10 Leuten oder so, während jetzt ungefähr 20 Leute, 25 Leute bei Sigur irgendwie sind. Das ist relativ wenig dafür, dass das hier so ein großes Gefängnis ist. Mhm. Ja, es gibt auch einen Keller, da scheinen irgendwie so Einzelzellen zu sein. Da siehst du, dass da mehrere Leute eingesperrt sind, die sich teilweise halt immer hin und her bewegen. Wahrscheinlich irgendwie entweder die alte Gefängniscrew oder sonst irgendwer. Vielleicht irgendwelche Abweichler. In der Tat kannst du keinerlei Frauen sehen. Es scheint ein Männergefängnis zu sein. Und ja. Als du immer ein bisschen mit dem Blick verweilst, guckst du immer wieder weiter um und dann die beiden Typen, die mit euch gerade mitlaufen, um euch halt immer aufzuschließen, durch die Schleusen durchzubringen, die gucken schon ein bisschen skeptisch, warum du hier irgendwie innen drin eine Sonnenbrille trägst. So, anscheinend. Lichtallergie, muss ich nicht verstehen. Ja. Nach was suchst du speziell dann noch? Also so Hohlräume oder sowas findest du keine, was Hela gesagt hat, groß? Ja, abgelegenere Räume oder wirklich Lüftungsschächte, durch die man sich auch gut bewegen kann. Also es gibt zwischen den Schleusen. Es gibt mehrere Lüftungsschächte, aber die sind halt. Ja, es ist so gestaltet, dass man da jetzt nicht unbedingt groß durchkriechen kann. Und die verbinden auch nicht wirklich irgendwie. Die sind immer schon stark unterbrochen.
Und ja, es ist halt ein Gefängnis. Es ist halt schon so, dass man auch durch die Gänge nicht ohne weiteres durchkommt. Wie gesagt, ganz viele Sicherheitsschleusen und so. Die ganze Durchlüftung und so ist eher klein gehalten, dass da kein Mensch groß durchpasst. Vielleicht ein ganz kleiner, wenn er sich ganz viel Mühe gibt, aber das scheint, ist dann sehr mühselig. Ja. Sonst keine verborgenen Türen oder so. Ich meine, der Campus ist ja auch ein Götterwesen, ne? Der braucht wahrscheinlich auch keine Türen. Ja, und was macht Hela? Hela guckt sich um nach Geistern. Nach Geistern. Ja, hier drin sind keine Geister, also in der Distille. Aber draußen auf dem Hof, rund um diese Lagerfeuerstelle, siehst du einen Haufen Geister. Mhm. Die da rum. Dann würde ich doch mal. Würde ich doch einmal einmal einen unserer beiden Begleiter fragen. Was ist eigentlich mit dem abgebrannten Holz dort vorne? Ja, er guckt so ein bisschen betreten, irgendwie auf den Boden, dann wieder irgendwie nach oben. Aber irgendwo müssen wir die mit den Verstorbenen ja hin, oder? Ah. Ja, das war so vor die Tür werfen, haben wir zuerst gemacht, aber die fangen dann irgendwann an zu rotten, dann wird's eklig. Jetzt sind wir dazu übergegangen, sie zu verbrennen. Einbuddeln ist auch schlecht, weil so viel Platz haben wir hier nicht. Ich verstehe, wo das Problem liegt. Sagt mal, wegen den Verletzten in dem Trakt. Habt ihr eine Ahnung, was da passiert ist? Kommt das hier öfter vor? In letzter Zeit öfter, ja. Seit wir die Raubzüge, seit wir den Panzer zusammengebaut haben. Das waren auch die, die den gebaut haben. Und wann ist das passiert? Gestern? Vorgestern? Vor einem anderthalb Monaten haben sie den fertiggestellt. Und seitdem machen wir gut Knete mit den Raubzügen. Und wann habt ihr sie gefunden? Also, wann sind sie so zugerichtet worden? Und wer könnte sowas getan haben? Ich meine, waren nicht alle ziemlich glücklich über den Panzer? Ja, schon. Also, ich finde den toll. Hast du ihn mal gesehen? Ja, ich habe eben einen Blick drauf geworfen. Coole Sache, ne? Leider kann ihn keiner fahren außer denen und das, ja. Sie haben sich ein bisschen, ich weiß nicht, eigentlich sollte sie keiner angreifen, weil sie die einzigen sind, die den fahren können. Wäre schon blöd, wenn man sich mit denen anlegt. Irgendeiner scheint wohl neidisch gewesen zu sein. Ja, habt ihr abgestochen, einfach einen nach dem anderen. In der Nacht, wo zum Beispiel einer von denen abgestochen wurde, ist euch da was aufgefallen? Geräusche? Gerüche? Lärm? Mir jetzt nicht, nö. Aber ich kümmere mich jetzt auch nicht um die anderen. So, wenn ich bin froh, wenn ich selber ein bisschen Schlaf kriege. Gibt's denn einen, der seitdem durchgedreht ist, weil ihm die Nerven auf Glatteis gehen? Keine Ahnung, erzählt. Nee. Gruselige Geschichten oder so. Ja, nee. Die in dem Hospital, die erzählen manchmal von, dass der Strom da wackelt und das Licht immer ausgeht abends, aber sonst. Gibt es hier Überwachungskameras, die noch funktionieren? Ich weiß nicht, ob ich dir das sagen darf, ob sie funktionieren oder nicht. Und dann überlegt er kurz. Klar, die funktionieren alle, ja. Du hast auch welche gesehen, halt, ne? Auf dem Weg hin. Mhm. Können wir uns die vielleicht mal anschauen? Kameras? Ja, das, was die Kameras aufnehmen. Ach so! Da muss ich fragen gehen. Und du merkst, dass ihm das ziemlich unwohl ist, weil er ja gerade gelogen hat. Da müssten wir warten, glaube ich. Kann sein, dass das verboten ist. Gut, ich würde Anna vielleicht ein Zeichen geben, so nach dem Motto, lass uns mal zurück zu Karen gehen. Mhm.
Weil ich kann jetzt leider nicht vor den Typen die Geister am Scheiterhaufen anquatschen, das kommt ein bisschen komisch. Ja, außerdem weißt du, immer wenn du dich vor den Geistern zu verstehen gibst, dann folgen sie dir. Ja. Dann habt ihr die auch noch an der Backe. Aber gut, ja, Karen hat währenddessen die Leute versorgt und die, ja, die sind alle ein bisschen weggetreten, ob des hohen Blutverlustes und irgendwie teilweise auch schon den Entzugserscheinungen. Bei den, aber irgendwie einer guckt sich dann irgendwie so an, so, bin ich schon im Himmel? Nee. Immer noch hier. Dachte schon, als der Teufel mich holte, dass ich nicht in den Himmel komme, aber das ist, der hat halt auch so ganz viele so Mutter Maria und Tattoos und so ein Zeugs halt, ne? Und, ich weiß, ich habe nicht immer alles richtig gemacht, aber ich habe doch die Hölle nicht verdient gehabt. Glaube ich. Der Teufel hat dich geholt, du hast ziemlich ungewöhnliche Wunden. Erzähl mal, wie das passiert ist. Das Licht hat angefangen zu flackern, als ich mir was aus der Destille holen wollte. Zum Feiern von unserem Raubzug. Und ich habe ein bisschen was mitgehen lassen, ein bisschen mehr, als ich dürfte, weißt du? Und dann, okay, das war falsch. Aber die geben uns auch nicht genug. Ah. Und dann auf dem Rückweg, die anderen sind schon vorgelaufen, dann bin ich an der Sicherheitsschleuse, wollte gerade aufschließen und dann, ja, dann hatte ich diesen Schatten gesehen hinter mir, hab mich umgedreht und da blickte in das Gesicht des Teufels. Dann weiß ich nichts mehr. Also, kannst du das genauer beschreiben? Richtig so, wie man sich den Teufel vorstellt? So haarig, Ziegenbeine mit Hörnern? Ja, und so? Genau so. Okay. Und der hat aber gewartet, bis du allein warst. Ich habe das nie geglaubt, dass es ihn gibt. Ich habe das immer für eine Geschichte gehalten. Und der Pastor hat immer gesagt, dass der Teufel keine Macht über uns hat. Aber er hat mich angegriffen. Gibt ihn wirklich? Ja. Sehr merkwürdig, was du da beschreibst. Ruh dich erstmal aus. Wir versuchen, der Sache auf den Grund zu gehen. Wer ist denn wir? Wir sind ein Team von ganz pfiffigen Leuten. Wir haben alle unsere verschiedenen Fähigkeiten. Und solche Rätsel sind genau unser Ding. Ein Team von Ärzten, oder? Nicht nur. Ich bin die Ärztin im Team, aber wir haben auch Leute mit anderen Fähigkeiten. Oh, das ist gut. Gute Leute können wir immer gebrauchen, ja, ja. Ja, und dann ja, ist er auch wieder dann irgendwann weggetreten. Während ihr vom Hof aus die lauten Motorengeräusche hört und das Abwürgen, das wiederholte Abwürgen einer ziemlich großen Maschine. Sigor, macht doch noch mal einen Test auf Wits und Control. Würfeln so viel wie in ganzen anderen Sachen nicht, ne? Man merkte sich gerade, wie der Vampire spielt, ein bisschen mehr würfeln. 7 Erfolge. 7 Erfolge? Ja, kein Jawohl. Problem irgendwie. Du kriegst es nach dem 3. oder 4. Mal anlassen, kriegst es tatsächlich hin, den Motor am Laufen zu halten und auch das Ding irgendwie so halbwegs zum Anfahren zu bringen. Ja, und mit dem ja, mit diesem Blick von Anna und Hela raus aus dem Gangfenster, Richtung, wo sie zurück Richtung Hospital laufen, sehen sie den Truck anfahren draußen
Und auch Karen kann es durch dieses vergitterte Fenster sehen. Ja, dieser schwer gepanzerte Truck, gefahren von Sigur, obendrauf mehrere Leute, die gerade in die Luft schießen und ziemlich böse aussehen. noch ein paar Leute mit Motorrädern und leichten Autos. Mit diesem Bild verabschieden wir uns dann für heute, weil wir uns 10.30 Uhr als Ziel gesetzt haben und wir morgen alle wieder früh aus dem Bettchen müssen. Ich hoffe, dass wir keine 4 Monate wieder brauchen, bis wir weiterspielen. Und, ich habe keine Prüfungszeit, sieht gut aus. Wann es weitergeht, findet ihr heraus auf dem Nerdpool oder hier in den Ankündigungen auf Twitch oder auf Twitter. Und ich bedanke mich, dass ihr zugeguckt habt oder nachgeguckt habt. Und ich bedanke mich bei dem Pölle, bei der Feder, bei dem Backfisch. Und sagt man dem oder die Backfisch? Die Backfisch, ne? Bei die Backfisch. Das klingt falsch. Das klingt falsch irgendwie, ja. Und bei Leopardin 202 fürs Mitspielen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.